So, herzlich willkommen zu Part 11 mittlerweile des Mafia 2 Let's Plays. Ja, wir müssen jetzt hier zu der Überraschung, welche auch immer das ist. Ja, und ich stelle jetzt mal ins Auto ein. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich wohin. Richtung Oyster Bay. So, ich meine, dass Oyster Bay da dieser eine Stadtteil ist, der hier liegt, oder? Okay, oder auch nicht. Verdammt, jetzt habe ich ja irgendwo weg waren. Okay. Dann habe ich mich geirrt. Also, was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Freiheit. Ja, und was noch? Ja, Alt, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt, Vito. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels da verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Habt ein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Das Ding ist, was ich gerade mache. Polizei! Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Ne, ihr kriegt mich nicht. Ich flüchte nämlich jetzt in diesen Park. Durch die Ecke. Oh. Hallo Leute. Oh. Mach doch mal Platz hier, ey. Mann. So, kriegt mich niemals. Oh Leute, vielleicht kriegt ihr mich auch doch. Oh. Hat er im Unfall gemacht. Jetzt hier rein. Verdammt, hier ist eine Sackgasse. Okay, rückwärts wieder raus. Okay, vielleicht bleiben wir auch hier drin. Sauber. Kann ich hier durch? Oder würde ich ihn gerade... Ach so. Ja, wir haben die losgeworden. Ne, wir haben nicht losgekommen, wir sind die losgeworden. Mein Gott. Was ist denn heute mit meinem Deutsch los, ey? So, hier bin ich wieder. So, und jetzt begeben wir uns in den Puff. Hallo, liebe Polizei. Ihr könnt euch nicht an mich erinnern, denn ihr seid nur eine KI. Sieht irgendwie cool aus mit der Sonne gerade. Ah, hier sehen wir ja schon. Oh verdammt, geh mal, drüber reden, drüber reden, drüber reden. Verdammt, 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 scheiße. Es tut mir jetzt leid, dass ich hier diese Katze. Okay. Über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mummen in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich, ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und, Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh, okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. So, ich hoffe, dass es hier nicht GEMA mäßig ist. You had a plan in 1922. You had all the women make
Völlig egal! Nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Schneide dir ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, du Tut mir leid, Schwein. Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe! Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Okay, die sind etwas betrunken. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Oh Gott. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewechselt. Jetzt kommt Bahrain hier. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Alter, jetzt kommt Bahrain. So, sind alle drin, danke. Na, wie hat dir der Laden gefallen, Vito? Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Ah. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, ich riech's auch. Das muss Frankie Potts sein. Was? Der Arsch hat dir den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, erst später. Wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Oh Gott. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen den nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay, wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, da gibt es einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Leg den Zahn zu, ja? Gott, ich brauche frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten bringt mich noch um. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt eine Leiche im Kofferraum. Wir müssen jetzt entsorgen. Mann, warum nicht? Wie, du kommst gerade aus dem Gefängnis raus. Man muss erstmal eine Leiche entzorgen. So gehört sich das für einen echten Mafiosi. Halt an! Schnell! Ich muss kotzen! Nö, ich halte jetzt nicht an. Das ist nicht mein Auto. Mal gucken, was passiert, wenn ich nicht anhalte. Zu spät, Vito! Eddie, das stinkt ja bestialisch! Naja, ist ja sein Auto. Ja, aber der Gestank und dann noch der andere Gestank. Fehlt nur noch, dass der sich in die Hosen scheißt. Alter, mach doch mal Platz, ey, bin ich. Mann, ey.
Nur diese Sonntagsfahrer. Die Karre nicht ein bisschen schneller, ey. Jetzt fahren wir ja rechts ran. So. Wieder habe ich Bock, gerade Autos zu rammen. Ich weiß gar nicht warum. So, jetzt bin aber ich dran. Geht doch, Alter. Cooler Aussicht übrigens. Ist hier der Schrottplatz? Ja, das ist der Schrottplatz. Hier ist Hillwood. Okay. Ah. Was bremst du auch immer so stark? Dann ist dann nur der schuld. Ganz alleine der, nicht ich. Was ist denn hier? Coole Wohnungen. So, das Auto nehmen wir noch mit. Gut, da wären wir. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ach, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey, Jungs. Wie wär's mit ein bisschen Musik, hä? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hatten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens in einer frischen Luft. Ja, meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Alter, wie geil. So, wo ist das Loch? Naja. So, wir müssen jetzt in Eddies Auto gehen. Absolutes Lieblingslied. Oh Gott, die GEMA wird bitte dir an die Tür klopfen. Oh mein Gott, armer Dino. Alter, die sind aber ein bisschen betrunken, ey. Ein bisschen viel. Jetzt kommt der beste Teil, auf Italienisch. Na los,
du kennst es doch auch. Also los, Jungs, jetzt alle. Ritorno a me. Was für eine Scheiße. Cara mia, ci amo. Auf Italienisch kann ich es überhaupt nicht. Solo tu, solo tu, solo tu, solo tu, solo tu. Ganz geil, sollen wir noch einen Motor reparieren. Und ich glaube, so unglücklich wie ich hier stehen geblieben bin, da wir auch noch das Auto wegparken, um einzusteigen. Ja, schön. Alter, und ich kann das Auto nicht wegparken. Wollt ihr mich verarschen? Alter, das war jetzt ein schlechter Witz, oder? Nee. Nee, ich schieße jetzt. Hä, aber wieso kann ich denn das nicht wegparken? Und vor allem, wieso stehen das hier schon mit den Bullen? Ach, komm, Leute, das ist alles scheiße, ja. Oder kann ich doch hier irgendwie rein? Nö. Ja, komm weg hier. Ja, jetzt komm, geht da weg. So. So einfach verschafft man sich hier ein bisschen den Freiraum. So, okay, jetzt müssen wir weiter zu Joe. Das wäre aber auch wieder eine super Aktion von mir. Bus? Oh, doch nicht. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ah, leck mich, du Schlampe! Na los! Los, genug. Ich bin ins Bett mit dir. Komm jetzt. Ich ruf dich morgen an, Vito. Gute Nacht. Ja, super. Tolle Freunde hat Vito hier. So, Speyer. Nee, nee, verdammt, Kapitel 8. Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April 1951. So, ich werde jetzt überspringen. Da ich Kapitel 8 gerne separat starten möchte. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise morgen, wenn es mit Kapitel 8 weitergeht. Ja, und was dann ist, das seht ihr dann nächste Folge. Tschüss.